Imhotep, hier bin ich. Habt ihr mein Gold? Die andere Hälfte, wenn der Auftrag erledigt ist. Vorwärts! Sichert auch die Bibliothek! Bei Anubis. Wo sind sie hin? 40 Deben. So viel Gold fürs Vernichten von ein paar Papyrusrollen. Leicht verdienter Lohn. Gerade in dieser Zeit, wo der Krieg in den Straßen das Leben vieler meiner Brüder fordert. Diese Narren. Im Namen von Achillas kämpfen sie. Aber es gibt keinen Herrn, für den zu sterben sich lohnt. Im Schatten der Bibliothek wird mich niemand beim Überwinden der Mauer sehen. Aber ich sollte mich beeilen. Wir können spielen. Und damit heiße ich euch willkommen zum Start von Geheimakte 3. Wir sind jetzt anscheinend in Alexandria und ähnlich aufgebaut halt dann wieder wie im zweiten Teil, wo wir auch vorher jemand anderen spielen, bevor wir dann eigentlich mit Nina und Max und so weiter spielen. Und ich bin sehr gespannt, was hier uns erwartet, und ich bin auch schon sehr erstaunt darüber, dass diese, ich nenne es mal Sekte, hier anscheinend wieder ein Thema wird. War ja im dritten Teil nicht der Fall. Oh, ich muss mich mal ein bisschen dran gewöhnen hier. Okay, 10 untersuchen, ja gut. Denken wir mal, wir fangen mit der Mauer an, ne? Oh, und was noch eine Besonderheit ist, was ich noch sagen will, bevor wir die Mauer hochklettern. In diesem Teil gibt es die Möglichkeit, sein Hauptmenü sogar individuell zu gestalten. Es gibt 4 Fragen vor, zum Beispiel, oh, wenn du eine Freikarte hast, in welchen Kinofilm würdest du gehen, gibt es halt verschiedene, von Tomb Raider bis hin zu Titanic, Casablanca und sowas. Was mein Lieblings-Adventure-Spiel ist, sind ein paar aufgeführt, wie zum Beispiel Geheimakte 1 und 2, ne? Und welche Lieblingsjahreszeit man hat. Und noch eine 4. Frage war doch auch. Naja, egal. So stellt sich jedenfalls das Hauptmenü individuell zusammen. Bei mir war es jetzt einfach Nina, die in ihrer Werkstatt ist, mit ein paar Halloween-Kürbissen. Weil ich Herbst als Lieblingsjahreszeit halt angegeben habe. Und ja. Ich werde da mal ein bisschen rumtesten und gucken, was es sonst noch so für welche gibt. Falls es euch interessiert, kann ich ja ein kleines entsprechendes Video dazu machen. Und ich würde einfach mal sagen, wir klettern jetzt hier mal auch hoch. Das war jetzt genug geredet. Wir haben ja hier keine Zeit hier. Die Mauer bietet genug Halt. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, der mich nach oben führt. Oh. Oh. Eine meiner leichtesten Übungen. Einfach Wurfhaken? Die breiten Fugen bieten genug Halt. Mit bloßen Händen und Füßen komme ich schneller voran. Okay, dann da. Dann das da. Dann dahin. Ich sehe nicht weiter. Das wird schon klappen, ne? Wenn ich einfach da weiterhin gehe. Dann dahin. Dann da. Das ist echt gut im Klettern. Ich kann diese Spalte von hier aus nicht erreichen. Ja, deswegen geh eins weiter. Ja, da extra springen. Ich weiß nicht, müssen wir schon dorthin? Nee, ich glaube, wir müssen weiter nach oben, oder? Oh, ich kletter einfach mal weiter. Schadet nicht, solange er nicht abstürzt oder mir irgendwas sagt. Ist doch alles in Ordnung. Ich kann diese Spalte von hier aus nicht erreichen. Okay. Dann dorthin. Dorthin? Das kann ja wieder nicht erreichen, ne? Dann da eins weiter. Noch eins. Noch eins. Obwohl, das hätte er, glaube ich, schon erreichen können, ne? Mich irritiert das voll, dass er hin und wieder mal ein bisschen verschwindet. Mauern halten mich nicht auf. Und Wachen schon gar nicht. Solange sie mich nicht bemerken. Der Bursche muss weg. Am besten ohne Aufsehen. Yeah, und wie machen wir das? Das ist auf jeden Fall ein Fenster. Alles andere dürfte nicht... Oh, wir sind Menes Ra. Sind wir doch, ne? Oder? Oh ja, das sind wir schon. Lederbeutel nimm mal mit.
Das sieht der Typ schließlich nicht. Wenn ich durchs Fenster in den Stall klettere, werden die Pferde mich verraten. Och, Mann. Randsätze? Nein. Beutel mit Gold, Karte, Lederbeutel. Kann ich den auf irgendwas anwenden? Was gibt's denn hier? Da ist eine Schlange. Kannst du dorthin? Oh ja, cool. Möge das Gift von Apophis nicht in meine Glieder dringen. Mit bloßen Händen wage ich sie nicht zu greifen. Dann hier mit dem Lederbeutel. Ihre Giftzähne bringen den sicheren Tod. Zum Glück ist das Leder dick genug. Der ist irgendwie cool. Mit dem könnte ich auch die ganze Zeit weiterspielen. Und jetzt dort rein. Genau. Pferde und Schlangen, das tut sich doch nicht so gut. Pferde fürchten Schlangen. Ihr Krimflamm scheint die Pferde heute besonders nervös zu machen. Wenn sie sich verletzen, bekomme ich Ärger. Ruhig, ganz ruhig. Ja, und jetzt können wir hier durch, ne? So viele Schriftrollen. Weinamphoren wären mir lieber. Dort hinter der Tür, am anderen Ende des Raums, befindet sich das Ziel meines Auftrags. Ich hab's fast geschafft. Bei Horus. Müssen die denn gerade jetzt auftauchen? Ich muss auch an ihnen vorbei. Und diese Perspektive, die sagt mir, dass wir wahrscheinlich auf den Balken klettern sollen. Ach so, das ist jetzt sowas. Anubis, dieser Balken ist morsch. Ich kann ihn nicht überqueren. Okay, sowas habe ich mir schon irgendwie gedacht. Das wäre ja sonst auch zu einfach, ne? Bestimmt auch morsch. Ja, das ist morsch, 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 morsch. Banner der vorbei. Der Leinenstoff könnte nützlich sein. Das stimmt aber wirklich. Der könnte wirklich nützlich sein. Einfach runterfallen lassen? Nein? Okay. Tja, hätte ja sein können. Wenn ich die Brandsätze schon hier zünde, werde ich entdeckt. Nein, nein, das wirst du gar nicht. Wie kommst du darauf, dass du entdeckt wirst? Ich guck nur, ne? Ich guck nur so ein bisschen. Oh, da ist ein Fenster. Der Lärm, den ein solcher Spruch. Dann wirft den Haken. Die Wachen würden es hören, wenn ich den Eisenhaken. Die Wachen würden es hören, wenn ich den Eisenhaken. Ich werde das Lärm abreißen und den Wurfhaken damit umwickeln. Immer dieses. Das würde zu viel Lärm geben. Dann mach den Wurfhaken. Das würde zu viel Lärm geben. Du hast doch noch an allem was auszumeckern. Das ist aber in jedem Adventure so. Das ist wirklich in jedem so. Das könnte klappen. Der umwickelte Haken wird kaum Lärm machen und ich kann mich am Seil zum Fenster hangeln. Jetzt noch die Brandsätze zünden und dann so schnell wie möglich raus hier. Ja gut, Adventure macht es ja auch nur, um uns aufmerksam zu machen. Ich stelle niemals Fragen. Trotzdem wüsste ich zu gern, was auf diesen Papyrusrollen steht, dass ihre Vernichtung meinen Auftraggebern so viel Gold wert ist. Und er guckt sich die echt an. Jedes Gefäß trägt das herrschaftliche Siegel. Beira. Nur ein Papyrus mit Zahlen und Zeichnungen. Was soll daran so wichtig sein? Vorwärts! Wenn der Eindringling auch nur eines der Tongefäße in die Finger bekommt, werden wir alle an die Krokodile verfüttert. Wir müssen ihn finden. Los, ihr drei nach links. Der Rest kommt mit mir. Haltet eure Waffen bereit. Oh oh. Ich sollte mich beeilen. Mein Eindringen ist wohl kein Geheimnis mehr.
kann auch nur mir passieren. Ich verpasse meine eigene Hochzeit. Tut mir leid, dass ich zu spät... Max, was ist hier los? Wo sind die Gäste? Mein Vater, wo... Psst, es geht los. Liebes Brautpaar, werte Gäste, herzlich willkommen in Finisterre, am Ende der Welt. Jetzt, da alle ihren Platz eingenommen haben, können wir mit der Zeremonie beginnen. Wovon spricht er? Hier ist doch niemand außer uns. Wo sind die alle? Wir haben uns heute hier versammelt, weil Nina Kalenko und Max Gruber den heiligen Bund der Ehe eingehen wollen. Ich möchte meine Predigt mit dem Trauspruch beginnen, den sich die beiden ausgesucht haben. Zweiter Brief Petrus, Kapitel 3. Und siehe, es kommt der Tag des Herrn, an welchem Feuer vom Himmel regnet. Die Erde wird vor Hitze schmelzen, und alle Menschen und Tiere, die sich auf ihr finden, werden verbrennen. Das ist doch nicht unser Trauspruch. Was ist hier los? Schon Gespenster? Egal. Nichts wie raus hier. Auch wenn das heißt, dass ich einem Geist folgen muss. Ich bin gerade übelst verwirrt. Erstens, was passiert hier? Zweitens, Nina und Max heiraten willst? Ich bin total verwirrt, aber so richtig. Aber wirklich. Okay, ich denke mir mal. Wischmopp. Nimm den Wischmopp mit. Mit. Und den Kelch. Und den Kelch. Egal, was wir haben. Ich habe echt absolut keinen blassen Dunst, was hier passiert. Aber gut. Wann hat man das denn zu Beginn eines Spiels, ne? Nagel? Ja, nimm einfach alles mit. Mit bloßen Händen kann ich den nicht aus... Nicht? Dann mit dem Mob. Okay. Talar? Du, was kannst du hier alles noch mitnehmen? Nichts wie raus hier. Der Talar ist mir zwar viel zu groß, aber ich nehme ihn und den Kleiderbügel trotzdem mal mit. Geht das sonst nicht durch den Wandteppich? Ich bin zwar kein Experte für Wandteppiche, aber selbst ich erkenne, dass ich den hier weder herunterreißen noch zur Seite schieben kann. Leider muss ich ihn allerdings irgendwie beseitigen, um zu sehen, was dahinter ist. Quatsch! Beeindruckend, wenn man auf sowas steht. Aber geht das bei Wandteppichen überhaupt? Der ist doch auch einfach nur... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, erstmal hier. Taufbecken, dann können wir das brennende Regal wahrscheinlich löschen. Und das ganze Feuer überhaupt. Ich mit dem Taufbecken. In den Kelch. Bei dem Feuer kann ich jeden Tropfen brauchen. Vor allem dann noch dieser komische Taufspruch mit Feuer brennend und alles. Und dann im nächsten Augenblick passiert sowas. Das wird ein Weilchen dauern, aber damit werde ich das brennende Regal sicher löschen können. Das wäre geschafft. Okay, dann kannst du jetzt ein großes Brett, das den Brand halbwegs unbeschadet überstanden hat. Ich wüsste nicht... Okay. Nein, damit kann ich nichts machen. Was haben wir denn hier überhaupt noch? Ach, den Nagel, stimmt. Den Nagel... Eine Fuge? Ich breche mir höchstens sämtliche Fingernägel ab, wenn ich versuche, den losen Putz aus der Fuge zu kratzen. Ja gut, kannst du vielleicht mit dem Kleiderbügel... Damit könnte ich den losen Mörtel herauskratzen. Mal sehen. So, tiefer komme ich nicht. Immerhin ist die Fuge jetzt auch deutlich breiter. Die Fuge ist jetzt zwar breit,
Und wofür? Jetzt passt das Brett perfekt in die Fuge. Okay. Und wenn ich es richtig platziere, kann ich auf die Statue klettern. Vielleicht komme ich ja von dort aus irgendwie in den Turm. Ja. Mit Hilfe des Bretts genau. Könnte ich jetzt zwar auf die Statue klettern, aber was dann? Weiß ich nicht. Talar umziehen. Wischmob. Oh, Turm. 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 Dann das sollst du auch gar nicht auf dich anwenden. Taufbecken, echt? Es ist kein Wasser mehr im Becken. Oh. Oh, oh, oh. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Und zwar, nein, ich weiß es nicht. Da war ja jetzt nichts mehr. Ich soll den Mob anzünden? Okay, wer weiß, wozu es gut ist. Ansonsten gibt's halt ein Wischmob weniger auf der Welt. Auch kein Verlust. Jetzt hat sie einen brennenden Wischmob in ihrem Inventar. Schön. Jetzt können wir auch den Wandteppich kaputt machen, ne? Oh Mann, und ich probiere hier aus und... Oh, dann ist das sowas Simples. Da ist was eingemauert. Und ein Fenster. Hinter dem Teppich ist eine Öffnung. Da geht's zum Glockenturm. Der Fremde ist... Dahinter müsste sich der Zugang... Wenn ich wüsste, wie ich da rein... Okay. Dann kannst du doch jetzt dorthin. Und kommst du da rüber? Echte Abenteurer lieben Herausforderungen. Sie können sich deshalb auch gerne an der schwierigeren Variante dieser Aufgabe versuchen. Trauen Sie sich das zu? Sagen wir mal ja, ich liebe Herausforderungen. Nach links drehen. Nach rechts. Wie bei der Schaukel. Wenn man kann. Ja, ja, ich weiß. Nein? Ist das normal? Warte. Meine Güte. Ja, wie soll denn das gehen? Ich denke halt so... Nach dort lehnen? Nach dort lehnen. Ach, jetzt. Ach du Scheiße. Das ist echt schwer. Oh. Aber wie sie es schafft, dieser Sockel ist eigentlich so massiv. Mist. Das ist echt knifflig. Mano. Jetzt. Okay? Ja, hab nur schlecht geschlafen. Ach Nina, komm schon. Du schläfst jede Nacht schlecht und deine Träume werden immer schlimmer. Naja, wir heiraten schließlich übermorgen. Bist du denn überhaupt nicht nervös? Du lenkst schon wieder ab. Und dabei geht das schon seit Tunguska so. Nach deiner Begegnung mit diesen... Das ist ewig her. Diese blöden Träume haben nichts zu bedeuten. Nichts zu bedeuten, ja? Ich hab die Stelle gefunden, die du in der Bibel unterstrichen hast. Die Apokalypse. Und siehe, es kommt der Tag des Herrn, an welchem Feuer vom Himmel regnet. Die Erde wird vor Hitze schmelzen und alle Menschen und Tiere, die sich auf ihr finden, werden verbrennen. Nina, ich mach mir Sorgen um dich. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Welche? Ob du nervös bist, wegen übermorgen. Naja, ich hätte das Ganze drumherum nicht gebraucht. Stimmt. Wir brauchen den ganzen Kram doch nicht. Die Kirche, die Leute, nur wir beide. In unseren Flitterwochen. Australien. Komm, lass uns einfach abhauen. Du bist verrückt. Gut, warum nicht? Runter, auf den Boden! Los, los, los!
soll das? Max! Zielperson in Gewahrsam. Wir kommen raus. Mach dir keine Sorgen. Das ist sicher nur ein Missverständnis. Und Nina, überleg dir was wegen der Flitterwochen. Sind Sie Nina Kalenko? Seine Verlobte? Wer zum Teufel sind Sie? Was wollen Sie von uns? Es liegt ein Haftbefehl gegen Max Gruber vor. Er steht im Verdacht, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, halten Sie sich aus der Sache raus. Sonst könnten wir uns gezwungen sehen, auch gegen Sie entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Aus der Sache raushalten? Was denken die sich? Die sollen mich kennenlernen.